Das ist schon mal gut, dass ich mit Vollblume reinkomme. Auch das Level hatte ein Secret Exit, das ist mir ja nicht mal aufgefallen. Ach nee, das wird einem gar nicht gesagt, aber ja, es hat eins. Okay. Okay, böse. Hier, wollen da rein, ha? Huh? Okay, noch eine Belohnung dafür, dass ich Feuerblume habe. Also behalten wir die auf jeden Fall. Mit der Macht des Selbstsets. Oder passiert hier noch irgendwas? Nö, hier war jetzt nichts Dolles drin, okay. Aber vielleicht jetzt hier, wo ich rauskomme oder so? Da oben kann ich hier nicht hin. Ah, komm schon. Boah, was ist das für ein Sprung, den ich hier schaffen muss? Okay. Und hier ist auch nichts versteckt oder so, ne? Also nichts... Oben ist doch was. So, hier. Ach, da ist eine Plattform. Oh, die habe ich gar nicht erst gesehen. Gut, gut, gut. Geh mal hier rein. Boah, die war leicht zu übersehen. Checkpoint. Als wäre es der offizielle Weg. Oder ist es das? Ich muss dahin. Ich brauche einen Checkpoint. Ein P-Switch. Ich brauche jetzt einen P-Switch und da oben ist noch irgendwie eine. Und ich habe generell nur bis jetzt eine gesammelt. Wie weit kann ich den Rewind nehmen eigentlich? Ich würde eigentlich nochmal zurück. Ich bringe mich mal um. Gehe hier rein, versuche mir eine Vollblume zu klären. Dann mache ich das nochmal. Weil ich glaube, bevor ich in die Röhre gegangen bin, hätte ich weiter nach rechts gemusst. Nein, das war jetzt genau ungünstig. Okay, so ist perfekt. So, und dann nochmal. So, da gehe ich jetzt diesmal nicht lang, sondern weiter hier hin. Da kann ich auch rein. Und das war's? Das ist sehr enttäuschend. Okay, wir lassen die mal frei, damit ich Platz hier habe. Da kommt jetzt nicht am Ende eine rote raus oder so. Wäre auch zu verrückt. Auch der Weg war jetzt eigentlich so, nichts Tolles. Genau wie diese eine Röhre da unten. Und hier? Ach, hier bin ich jetzt wieder in dem einen Raum, wo ich vorher war, ne? Wo der Checkpoint jetzt kommt. Oder? Ach, keine Ahnung. Gehen wir mal hier weiter. Also zum allen Überfluss muss so ein riesiges Level auch noch, also ein Labyrinth-Level auch noch eins sein, wo ich Münzen sammeln muss. Ah, jetzt weiß ich aber, wo ich bin wieder. Okay, ich bin jetzt hier. Ja, dann war diesen einen Weg zu gehen ja eigentlich eine Bestrafung. Den, wo ich da mit Feuerblume mich da durchschießen konnte und in die Röhre zu gehen. Und in die Röhre gehen konnte, weil... Der hat mich ja irgendwie daran vorbeigeführt, wo ich hier muss. Ich hatte, glaube ich, eben nur eine, ne, wo ich gerade unterwegs war. Insofern ganz gut, dass ich das jetzt... Dass ich jetzt hier zwei habe, schon mal. Also war schon mal richtig, nochmal von vorne anzufangen. So, jetzt gehe ich mal hier weiter. Da ist nämlich auch nochmal eine. Ja, danke für so eine Scheiße. Ja, okay, also... Dafür, dass ich hier geheime Wege finde, werde ich bestraft. Wo muss ich jetzt zuerst lang?
Oder überhaupt? Dann komme ich direkt hier hin. Aber da unten habe ich auch nichts verpasst an sich. Oder ich gucke nochmal. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich gucke trotzdem nochmal. Ich komme ja nur hier hin. So, und das Trampolin mitnehmen kann ich auch nicht. Ich könnte theoretisch hier feststecken und nicht mehr weiterkommen, indem ich das jetzt mache, was ich gerade gemacht habe. Oder, oh, ich habe eine böse Vermutung. Okay, ich gehe raus, gehe nochmal hier hin, gehe nochmal rein. Sollte ein doppeltes Trampolin jetzt ergeben. Und eins nehme ich mit. Entweder es war nicht bedacht, aber ich glaube das weniger. Ich glaube, das war sehr wohl bedacht und ich muss es hier einsetzen. Habe ich recht? Den töte ich mal noch nicht. Naja, hier bringt er mir nichts. Dennoch glaube ich, ich brauche das Ding irgendwie. Das wird jetzt durchs ganze Level mitgeschleppt. Ah, nein. Boah, das kann ich mir leider nicht erlauben. Muss ich leider pingelig sein. Ja. Gut, das hat jetzt nichts mit dem Trampolin zu tun gehabt. Aber schon mal richtige Entscheidung, denn hier ist eine weitere. Ah, scheiße, er schießt nicht. Er schießt ja nicht, wenn er geduckt ist. Ja, okay, okay. Oh, fuck mich nicht ab, Digger. Wo bin ich jetzt? Mann, man verliert so die Orientierung hier, was ist das? Nein. Bitte nicht. Da kann ich rein. Was auch goldrichtig ist. Ja, komm, hau rein. Hol die. Also wenn ich hier irgendwas verpasst habe, dann wundert es mich überhaupt nicht. Allein schon die eine mit dem Peacewitch. Was ist jetzt mit diesem Peacewitch überhaupt? Das kann doch nicht sein, ich habe eine verpasst. Ich habe drei Stück verpasst. Wie ist Ende? Okay, also das, ja. Super Sache, dieses Level. Also da werde ich riesige Probleme haben, irgendwie meinen Scheiß zusammenzufinden. 8 Stück. Ich habe fast die Hälfte verpasst. Und ich habe überall geguckt. Okay, nochmal. Also, nochmal zusammenfassend. Die Röhre sieht zwar aus wie eine Belohnungsröhre, ist aber das genaue Gegenteil, weil sie mich dann irgendwo rausbringt, wo ich dann nicht mehr die Chance habe, eine gewisse Münze zu sammeln, ja? Da war nichts Besonderes drin. Und die führt mich halt hier raus. Obwohl ich von da oben hier runter muss, weil da oben noch eine Münze ist. Also nicht da reingehen. Also Sachen, die ich als hilfreich zeigen, präsentieren, sind es am Ende überhaupt nicht. Die Röhre hier ist auch irgendwie so eine Anti-Röhre, weil die... Also Anti... Ja, weil die mich einfach nur zurückbringt. So, nichts weiteres. Hier ist einfach nur ein Pilz drin. Die Röhre bringt mich auch wieder dahin, wo ich gerade eben war. Ist auch nichts Gutes. Hier kriege ich... Durch den Weg kriege ich, glaube ich, noch eine weitere, ne? Genau, hier. Plus eine Feuerblume gestellt, aber gut, das ist jetzt... Ich schaffe es nicht. Egal wie, er trifft mich. Oh, er hat mich aber nicht erwischt. Ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Zurückgehen ist nicht. Okay, gut. Hier hoch oder so. Ja, ich habe eine andere Idee. Moment, Moment. Ich habe wirklich jetzt gerade eine andere Idee, was ich hier machen kann. Es ist folgendermaßen. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Okay. Erstmal muss ich hier weiter nach rechts. Und die hier freischalten. Und mir die holen. So, hier hoch zu gehen, war kacke, oder? Weil, bringt mich wohin? Bringt mich da oben hin. Will ich nicht. Jetzt will ich den geheimen Weg gehen. Wenn er auch springt.
und dann folgendes machen. Ich nehme mir das Trampolin. Versuche nicht den Raum einfach neu zu spawnen, sondern gehe mit dem Trampolin zurück. Denn hier gibt es bestimmt Stellen und eine wüsste ich jetzt genau wohin, wo auch noch was Tolles versteckt ist. Nämlich von dieser Stelle hier rede ich. Hier gibt es ein One-Up. Okay, aber das... Ach, hier ist der Instant gedrückt. Okay, und dann bin ich auch da. Aber nochmal runter. Nochmal weiter gehen, weiter gucken. Ob ich hier noch dahin kann. Reicht nicht ganz, ne? Und das war's dann an sich auch. Okay. Nö, dann war das schon eine gute Sache. So, gehen wir hier hin. Das freischalten kann man nicht. Also irgendwie aufmachen. So, und dann machen wir die Sache mit dem P-Switch. Boah, wann komme ich einmal hier durch? Dankeschön. So, hau rein. Krieg eine weitere Münze. Okay. Das ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich kriege hier eh noch eine, denke ich zumindest, wenn ich drankomme. Boah, warum muss mir das Spiel so fett ans Bein pissen bei jeder Chance? Das ist echt übel. So, dann ging es hier lang, ne? Moment, bevor ich da reingehe, gucke ich hier nochmal, ob ich nicht doch lieber hier lang will, weil hier war ich auch noch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Es gibt mehrere Wege. Es gibt den hier. Ja, wo ich aber schon vorher sterbe. Warte, was war nochmal hier drin? Also hier war ja auf jeden Fall eine Münze. Also kann das ja schon mal nicht verkehrt sein, aber... Kann ich auch wieder zurück? Oder... Oder wir lassen die mal offen und gehen weiter. Ich weiß es halt noch nicht. Okay. Das ist gut. Dann gibt es diese Röhre. Es gibt jetzt echt drei Röhren, die ich gehen kann. Die führt mich. Wo bin ich hier? Da ist eine. Komme ich hier unten hin? Wo komme ich da hin? Hier ist auch eine. Also ich muss doch irgendwie mehrmals hier irgendwie... Das ist alles so komisch. Also es sind halt mehrere Wege, die mich halt auch alle zu einer Münze führen. So, aber ich kann doch nur einen einzigen Weg gehen. Von diesen. Ich kann ja kaum zurücklaufen bei den meisten Gelegenheiten zumindest. So, weil jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich gleich am Ziel, am Ende. Ach, ich kann auch hier hin. Okay, Moment, was ist das? Da war ich eben noch nicht. Okay, gut. Aber ich brauche meine... Na, ich brauche die 5. Es war auch klar, dass ich brauche. Und komm ans Ziel. Warum komme ich hier ans Ziel, bitte? Weiter rewinden kann ich ja nicht. Wo komme ich hier hin? Also, ich habe mehr oder weniger schon alle 8 Münzen. So, dahin, da hoch. Da geht's nicht mehr runter. Ziel. Ich bringe mich um und versuche es nochmal. War ich schlau genug? Wir schließen das Level ab, machen es nochmal von vorne, weil ich habe den Checkpoint genommen, nachdem ich... Ja. Ach nein, ich musste erst nochmal in ein anderes Level gehen, mir ein Power-Up holen. Aber nicht in dieses Level wahrscheinlich, sondern das andere. Ist das ein unnötiger Stress mal wieder. Also das ist wieder so ein genaues, wie man es nicht macht, Beispiel dieses Level. Es ist unnötig kompliziert und macht auch gar keinen Sinn teilweise. Also nochmal, es ist sehr wichtig, in welcher Reihenfolge wir welche Wege hier gehen. Und welche Wege wir überhaupt nicht gehen dürfen. Man muss das komplette Level hier einmal auswendig merken. So, ich... Doch, soweit habe ich es, glaube ich, richtig gemacht, ne? Hier einfach straight nach geradeaus zu gehen.
seht das zwar nicht, aber ich sitze auch oft in solchen Situationen wie jetzt gerade komplett sehr nah vom Monitor. Ich bin nach vorne gehockt und am Monitor kleben meine Augen schon fast. Einfach nur, weil ich jetzt wirklich versuche, das genau richtig zu machen. Okay, aber scheiß drauf, das ist auch anstrengend so zu sitzen. Einfach mal wieder ein bisschen zurücklehnen. So, das packen. Also wie soll man das denn bitte ohne Safe-Sets machen? Das macht kein Mensch ohne Safe-Sets. Man muss das komplette Level auswendig merken. Ah, ich weiß schon fast hochgegangen. Das war falsch. Ich meine, ich hatte es auch, glaube ich, schon fast. Wenn es zumindest im Bereich des Möglichen ist, liegt. So, aber nochmal von mir aus. So, hier, zack. Dann die P-Switch nochmal. Ich nehme nicht den Checkpoint. Zumindest nicht, bevor ich diese Münze da habe. Weil sonst ist ja gar nicht mehr möglich, da dran zu kommen. Ist natürlich echt unvorteilhaft. Und ich kann irgendwie auch nicht mehr weit rewinden. Ich weiß sogar nicht, wie man das einstellt. Gleich hilfreich, das mal wieder einzustellen. Und jetzt muss ich hier nochmal genau gucken. Also ich muss hier rein, aber ich gehe vorher wahrscheinlich in die eine Röhre. Und ich weiß noch nicht, ob ich von da wieder zurück kann. Fun Fact, ich glaube, ich brauche ja wirklich für alle 8 Münzen die Feuerblume, ne? So, geh hier rein. Ich weiß halt noch nicht, wo ich hier rauskomme am Ende. War hier nicht die... Links eine Münze. Moment, hier war doch. War's nicht. Wo bin ich hier? Okay, das war falsch. Ich muss hier weiter. Ich bin da reingegangen, ne? Also ich muss hier weiter stattdessen. In die Röhre war das, ne? Muss hier rein. Ja, und dann, keine Ahnung. Dann hier rein? Nein. Rewind nicht. Nicht andersrum. Hier komme ich auch nicht dahin, wo ich will. Glaube ich zumindest. Also hier komme ich wirklich durcheinander. Und vor allem, diese Dinger hier hinzusetzen, dass man die nicht mal sehen kann, dass man getroffen wird, das ist schon richtig asozial. So, jetzt bin ich hier. Bin ich wieder zurück? Wo bin ich? Ja, ich bin wieder zurück. Okay, jetzt muss ich hier rein. Mir die schnappen. Und mich natürlich... theoretisch darf man sich von gar nichts treffen lassen in diesem Level. Ich meine, gut, es gibt zwar Power-Ups. Aber dennoch. So, dann muss ich nicht hier rein. Also schon, aber noch nicht sofort. Sondern zuerst weiter, richtig? Weiter. Oh, scheiße, das wollte ich jetzt nicht. So, wie war das hier? Und dann da rein oder so? Genau, die holen. Dann hier und dann wieder zurück. Ich wünschte echt, ich hätte dieses Viech töten können. Und dann zurück. Dann hier hoch. Und dann hier die letzte holen. So geht das Level. So und nicht anders. In genau dieser Reihenfolge. Was für eine Scheiße das mal wieder ist hier. Und das führt uns dann irgendwie direkt zum Schloss. Okay. So, ich vermute mal, die Welt wird keine weiteren Secret Access mehr haben. Also mache ich das jetzt mal hier entspannter weiter. Jetzt haben wir diese Viecher hier. Ich bin froh, dass ich... Kann ich das nehmen? Nö. Ich bin froh, dass ich hier kein Secret machen muss, sondern einfach chillen kann, machen kann, mich des Levels erfreuen kann. Ist auch ein schönes Gefühl, sowas. Ah, okay. Kriege ich vielleicht Nachschub oder so?
Ja, kriege ich. Okay, nur ranzukommen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie heißen überhaupt nochmal diese Viecher? Die Stacheln aus ihrem Maul rausholen und dann um sich schmeißen. Ich glaube, die sind einfach Spike oder so, oder? Oder irgendwas so, so. Nee, oder waren es Clubbers? Nee, Clubbers, das waren die mit der Keule an sich, oder? Oder sind das auch Clubbers? Aus Paper Mario zumindest kenne ich ja noch Clubbers. Zumindest gehören die der gleichen Spezies an, das kann man schon mal sagen. Oh, okay, Lucky Twister. Ich hab grad kurz gehofft, wir könnten ihm entkommen, der einfach weglaufen, aber reicht nicht. Okay, aber das war's, okay. Also zumindest mit dem Stück hier. Und jetzt haben wir einen Muncha Run. Oh, das war einer zu viel, okay. Oh, ich krieg keinen Rennanlauf. Ah, ich krieg hier keinen Anlauf, das ist scheiße. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ah, ich kriege einen neuen, okay. Ist ja alles chillig. Ich dachte jetzt wirklich, weil ich gerade keinen Anlauf kriegen würde, würde ich so viel Zeit verlieren. Ja, ich habe ja wirklich Zeit damit verloren auch, aber ich dachte, das wäre auch wieder zu viel. Oh, die eine Röhre. Konnte ich da rein? Wahrscheinlich. Ich dachte, das wäre eine, die hier runterkommt. Deswegen habe ich jetzt nicht den Oben-Knopf gedrückt gehalten. Aber es juckt mich auch nicht, um ehrlich zu sein. Okay, sehr schön. Und weiter geht's. Jetzt muss man nach links laufen. Was für eine. Was für ein Plot-Twist. Die Viecher, aber die sind orange. Ja. Orange! Okay, ihre untere Seite ist wirklich orange oder so. Braun-orange, keine Ahnung. Nein, ich meine natürlich lila. Glaube ich mittlerweile. Ah, Moment, irgendwie. Ich will das öffnen. Ah, okay, danke schön. Also wenn es so viele versteckte Leben gibt, die ich finde, will ich gar nicht wissen, wie viele es gibt, die ich nicht finde. Was war jetzt für eine Blume? Oder ist da noch, kommt da noch was? Anscheinend nicht, okay. Und das geheime Pinguinparadies. Da hoch komme ich nicht. Ah, du mieses Stück Scheiße, ey. Und ihr alle auch. Aber wieso haben die jetzt eine andere Farbe? Ich meine, die haben nicht mal eine andere Funktion oder so, diese lustigen Gesellen. Ist auch verdammt schwer, den auszuweichen, wenn die einmal was geschmissen haben. Man, was will man da noch machen? Oh, der tötet Pinguine, das ist nicht cool. Ja, aber die Stelle ist noch... Was ist hier los, Mann? Guckt's euch an. Ja, okay, okay. Hilfe, Hilfe. Und die hören ja nicht auf zu schmeißen, die haben ja genug Steine. Bitte. Viel zu krass, die Stelle. Ja, viel zu krass. Selbst mit Zeiss schaffe ich die nicht. So, jetzt irgendwie bin ich durch. Dachte ich zumindest, aber die fliegen mir auch so fett hinterher. Okay, gehen wir hier rein. Scheiß drauf, was da hinten noch ist. Ich will einfach weiter. Ist zu krass. Mit dem muss ich jetzt mitlaufen, oder was? Okay. Ach, das musste ich sogar. Okay, dafür gibt es Blumen. Also, das ist mir die ganze Sache irgendwie auch nicht wert. So. Puh, schwierige Sache. Ab ins Schloss. Okay, wir sind außerhalb vom Schloss. Ah, ja, das kriegen wir noch hin. Kein Problem. Ich weiß gar nicht, von wo diese Musik überhaupt stammt. Ich kenne sie schon öfters in Mario X gehört. Aber nie rausgefunden, von wo die sein soll. Ja, ich bin wieder ein bisschen zu schnell gewesen, aber ist okay. Ich kriege ja hier direkt Nachschub. Nicht so übermütig sein. Jetzt habe ich es nicht geschafft, da oben hinzukommen. Da war bestimmt die super tolle, super geheime Stelle. So, eine Röhre, die verschlossen ist. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Glaube ich jedenfalls.
Oh, das geht runter. Okay, muss ich schnell hoch oder muss ich einfach nur überleben? Ich muss einfach nur hier aushalten, okay. Interessant auf jeden Fall. Einfach Survival Mode. Ja, das ist nur das einzig Fiese an der Sache, ne? Man rutscht hier von diesen Mini-Blöcken runter. Ah. Okay. Oh, jetzt bin ich hier. Ich glaube, das muss ich auch, oder? Da ist der Schlüssel. Ich wollte schon ohne losziehen. Okay, dann können wir hier weiter. Checkpoint. Ah, verdammt. Nö, nö, danke. Da passe ich mal. Okay, und, oh, ja, okay. Ich komme hier irgendwie durch. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich selber. Weil einfach ist das nicht, aber, oh, der kam überraschend. Und immer noch bin ich nicht tot. Oh. Okay, ich bin unbesiegbar. Habe ich den Eindruck. Und hier ist das wieder Survival-mäßig? Tatsächlich. Okay. Wäre schön gewesen, wenn ich mal an einer Stelle stehen müsste. Ach, ich kann ja auch nicht drüber. Okay. Ja, ja. Macht Sinn. Ey, nee, das heißt aber, es ergibt Sinn. Ach, halt's mal. Es gibt wirklich solche Kuchscheiße. Nee, ich will nichts sagen, aber ich heiße es, der gibt Sinn. Und es macht Sinn, weil es macht Sinn, ist nämlich falsch. Schön. Das ist ja schön, dass es falsch ist. Danke, dass du es mir gesagt hast. Danke, dass du wirklich eine Bereicherung der Gesellschaft bist. Ich verstehe solche Leute nicht. Gut. Ich bin gespannt, wer hier der Boss ist. Jetzt müssen wir einmal einen Power Slide hinlegen. Und geschafft. Okay. Ja, man zweifelt so mittendrin. War das lang genug? Weit genug? Ja, okay. Das kann man mir auch sagen. Ich darf nicht auf ihn draufspringen. Hä? Okay. Ja, was dann? Ach, den kann ich jetzt doch aufheben. Okay. Und den auch. Wieso sind die anderen dann zerbröselt? Wow, Marios Fuß. Coole Sache. So, das führt uns in die nächste Welt, die Sky World. Was natürlich auch direkt mit einem Secret Exit anfangen darf. So, also... ein kurzes Zwischenfazit. Die obere Welt hier war gut. Bis auf das Level hier. Also bis auf dieses. Das war vollkommen absoluter Bullshit. Sonst war die Welt gut. Die Welt war beschissen. Die Welt war beschissen. Zumindest bis man hier angekommen ist und hier einmal hoch darf. So, die drei Levels, die Schloss und die beiden hier waren okay. Das war alles kacke. Ich glaube, bis auf das eine auch wieder, was kein Secret Exit hatte. Aber diese vier mit Secret Exits. Ich glaube, das ging auch noch. War kacke. Doch, das war auch kacke. Aber das habe ich noch gerade so ohne Selbstsetzung bekommen. Aber diese Dreieinigkeit hier, diese Trinity, böse. Böse, böse. Alles andere davor war gut. Bis jetzt an dem Spiel. Alles gut. So, hier war auf einmal die große Überraschung. So, was für eine Scheiße. So, und auf einmal hier. Rage Quit Deluxe. So, und da oben wurde es dann wieder besser. Bis auf das eine Level. Das war wirklich dumm. Aber, naja. Und jetzt gucken wir zumindest ab dem nächsten Part dann, wie es hier dann weitergeht, der Verlauf. Und ja, dann schauen wir mal. Dann gibt es die Welt hier und dann die Welt. Und wir gucken. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.